Willkommen zum großen Finale hier in F1 22, mein Team mit der Audi-Karriere. Wir sind 19 Punkte in der Weltmeisterschaft hinten und es besteht nur eine ganz minimale Chance, heute Weltmeister zu werden. Die ist natürlich, ja, wir müssen hoffen, dass Charles Leclerc patzt und das nicht nur im Qualifying, sondern auch fett im Rennen. Deswegen werde ich alles versuchen. Natürlich muss ich das Maximum geben. Es heißt, das Rennen zu gewinnen und durch die schnellste Rennrotation. 5,2 Kilometer, 16 Kurven und 2 DRS-Zonen machen hier Yas Island in den Vereinigten Arabischen Emiraten eigentlich zum perfekten Saisonfinale. Ich bin mega hyped. Morgen kommt Formel 1 2023 raus und ich freue mich schon extrem. Aber heute noch einmal hier Racing Action in Formel 1 22. Los geht's hier aus der letzten Kurve raus in unserer letzte Qualifying-Runde für das Game. Lasst gerne ein Daumen da, abonniert unbedingt gerne den Channel und ab morgen bzw. ab Mittwoch dann wird es direkt losgehen. Breaking Point und. Wir sind nur 8er Platz. Schaut auch gerne auf Insta-Tobi auf TikTok vorbei und auch gern auf IT-Gaming auf Instagram. 60.000stel fehlen hier und das ist schon der 6. Platz. Also das ist sehr eng beieinander. Gerade der erste Sektor ist natürlich auch nur eine Kurve oder zwei Kurven. Also generell. So. Los geht's hier. Auf der Geraden sind wir unfassbar schnell. Wenn ich mir da links oben angucke, wir sind schon auf dem 3. Platz nach vorgewandert. 2. Platz, 1. Platz beim Anbremsen. Und das müssen wir eigentlich mitnehmen. Den Schwung hier. Yes, Mann. Gut durchgekommen. Viel Schwung mitgenommen. Track Limits eingehalten. DRS an. Und wir bleiben 1. Platz. Das könnte der 1. Purple Sektor werden. Und so ist es auch, Leute. 1. lilaner Sektor hier in Sektor 2. Jetzt geht es durch den schlängelhaften Sektor 3. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob unsere Pace da ist. Man hat natürlich einiges geändert, um schneller durchzukommen. Aber trotzdem, immer wieder eine Überraschung, wo man hier liegt. Oh, da komme ich neben die Strecke, bin noch kurz vom Gas runtergegangen. Und hier Latifi-Kurve, gut gemeistert. Full geht nicht ganz, ich musste einmal lupfen. Aber ich auch ein bisschen Trauma vom Wegdrehen, also gerade in Formel 1. Und dann geht es mit knappen Track-Limits hier aus der letzten Kurve raus. Das ist die Pole-Position. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Das Verhalten der Fahrer ankommt. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Professor startet aus der Pole-Position. Und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom 2. Platz. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, Fernando Alonso, Lando Norris und Perez, Russell, Hülkenberg, Hamilton und Esteban Ocon, Albon, Leclerc, Theo Pourchaire und Gasly, Mick Schumacher, Vettel, Kevin Magnussen und Yuki Tsunoda, Stroll, Joe, Oscar Piastri und Nicolas Latifi. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Ja Leute, das scheint mir heute schon ein Wunder zu sein. Charles Leclerc startet nur vom 12. Platz und wir von der Pole. Aktuell hätten wir den Weltmeistertitel. Los geht's hier in das letzte Saisonfinale-Rennen in F1 22. Wir kommen okay weg. Sainz kann zwar kontern, ja, hat mich aber besser positioniert. Und da behalten wir den 1. Platz. Das heißt natürlich zu verteidigen, denn ich denke mal, Sainz ist eher auf, ja, helfender Hand für Leclerc, denn er hat, glaube ich, selbst nicht mehr die größten WM-Chancen. Deswegen glaube ich eher, dass er auf Leclercs Seite sein wird. Und wir müssen hier alles geben. Ich gebe, da habe ich die falsche Kamera ausgewählt. Ich probiere auch wirklich hier alles. Wir müssen vorne bleiben, wir müssen das Ganze gewinnen. Hacken wir Brasilien ab, das war nix, das war ein dummer Versuch. Und da haben wir fast schon Leclerc den Weltmeistertitel geschenkt. Aber heute sind die Karten anders. Wir können auf legalen Wege, ja, den Titel holen. Hier habe ich schon mal kurz gehofft, dass Leclerc ausscheidet oder so, aber er scheint noch ein paar Probleme zu haben. Ist auch mit dem anderen Reifen gestartet, mit Gelb. Deswegen wird da vielleicht zum Schluss eine Push-Runde kommen mit Rot oder der Ferrari Classic dann mit Weiß. Ich weiß nicht genau. Das finde ich auch eine interessante Sache. Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Wir sind das linke rote Auto, orangene Auto. Und das heißt hier, wo kommt das rote Auto da hinten her? Wo, was? Was? Was macht der Alpha da hinten? Ja, eine interessante Lage. Egal. Wir konnten den Start für uns entscheiden und das war schon mal sehr wichtig und grundlegend. Doch auch Doch auch Sainz konnte hier wirklich gut mitkommen. Auch der Red Bull, ich glaube, das ist Max, ist auch sehr schön mitgekommen. Und da war er
fast wieder dran. Also im Windschatten sind diese Ferraris einfach eine Macht. Aber unser Auto ist auch wunderschön hier. Der Audi. Was für ein Traumauto. Ich freue mich extrem, dass wir hier, dass wir endlich um den Titel fahren dürfen. Dass wir ja doch noch eine Chance haben. Wir sind in der zweiten Runde. Purple Kurs natürlich in der ersten. Ja. Ja, müssten wir ein bisschen neben die Strecke gehen. Das, glaube ich, kann man aber verkraften. 1,2 Sekunden. Wir sind Gott sei Dank aus dem DRS-Fenster irgendwie rausgekommen. Und es scheint so, als ob Leclerc da wirklich Probleme hat. Ich bin so hyped, Leute. Es könnte tatsächlich funktionieren in der zweiten Season. In der Rivalität gegen Leclerc könnten wir heute endlich gewinnen mal. Ich meine, es ist eher so eine, ja, so eine Scheinrivalität, denn ich habe es mir, glaube ich, nie getraut, ihn mir als Rivalen zu nehmen. Ja, gerade Leclerc, er ist eigentlich der wahre, ja, Rivale, denn Leclerc ist einfach ein Wahnsinn. Er hat die letzte Season dominiert und jetzt auch diese hier und ja, hat natürlich auch die besten Karten im letzten Rennen Weltmeister zu werden. Wir sind hier aber auf schnellster Rennrunde und sind in der dritten Runde. Wir führen das Rennen an, wir managen aber nicht ganz, denn ich probiere halt wirklich jede Runde full zu pushen. Sonst, glaube ich, kann man das da vorne auch nicht halten. Komponenten muss ich sowieso nicht schonen. Wir sind sowieso im letzten Rennen und da geht es einfach wirklich nur noch darum zu gewinnen und zu hoffen. Der Alpha ist jetzt schon in der Box und da geht irgendwas komplett Falsches ab da hinten. Denn habt ihr es auch gesehen, wo Alpha gestartet ist? Ich habe keine Ahnung, was das Ganze zu bedeuten hat. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Wir müssen auch unser eigenes Rennen hier fahren und das schaut aktuell wirklich perfekt aus. 1,8 Sekunden Vorsprung zu Carlos Sainz Jr. Und wir schaffen es da. Es könnte heute wirklich ein Traum werden. Es könnte nahezu perfekt werden, dass wir hier heute das Rennen gewinnen. Die neu umgebaute, schnelle, lange Linkskurve. Hier ist auch wirklich echt der Exit verdammt wichtig, denn da geht es auch wieder full runter in den letzten Sektor oder in diesen letzten Schlinkli-Sektor rein. Und das ist auch immer wieder wichtig. Gerade die Kurve hier ist für mich eine der schwierigsten, denn da rutscht das Auto wirklich weit nach außen und da musst du es echt abfangen, bevor du in die Mauer reinfährst. Bis jetzt noch alles okay, die Reifen, glaube ich, sind doch noch im normalen Fenster. Es tut mir leid, ich habe zwar gesagt, wir werden 50% Rennen fahren, habe aber ich Trottel vergessen, dass ja vorher vor dem Training muss man das ja einstellen und ich habe es vergessen einzustellen, bin dann die Training gefahren. Hab dann gesehen, fuck, ich habe mich umgestellt, wollte dann umstellen, geht natürlich nicht mehr. Und das ist natürlich echt blöd gelaufen, deswegen gibt es aber auch viel mehr vom Rennen zu sehen, auch wenn es eher so aktuell noch gut aussieht. Also wir fahren da vorne unsere eigene Pace, wir kommen nicht stark von Sainz weg, das ist klar, aber wir kommen immerhin, er kommt uns aber auch nicht stark nach, das ist also auch wichtig zu sagen. Gut, wir sind in der vierten Runde und es schaut verdammt gut aus, Leute. So, erster und auch Hülkenberg, der ist, glaube ich, in den Top 10. Ich glaube, wenn ich richtig zähle, 2, 3, 4, 5, 6, ist der siebter. Also das wäre natürlich, das wäre eine Sache. Doppelpunkte, vielleicht sogar Podium für Nico, aber das ist, glaube ich, weit weg. Sainz und auch Verstappen machen das ziemlich gut. Gucken wir uns hier mal ein paar Replays an, denn wir haben ja nichts anderes zu tun. Wir fahren da vorne eh unser eigenes Rennen. Ja, das ist so ein bisschen meine Hasskurve hier. Ah, oh, da sind wir weit rausgekommen, da spritzen die Funken. Und das war dann in Runde 2. Hier runter, ja, da gab es die Verwarnung. Da bin ich ein bisschen neben die Strecke gekommen, wollte aber auch nicht direkt zurück, denn ihr wisst ja, Schwung und Speed ist ja alles. Raus aus der Kurve und da konnten wir ja uns immerhin halten, wegziehen ein bisschen und ja, jetzt sind wir in der sechsten Runde und wir sind mit 2,2 Sekunden Vorsprung zu Carlos Sainz und 4,7 zu Max Verstappen. Das ist wirklich enorm schon, das ist schon ein schöner Vorsprung hier und das Saisonfinale könnte aktuell nicht besser laufen. Unser engster WM-Rivale ist ja hinten im Verkehr, im Getummel hängt er fest. Und wir können hier vorne wirklich nahezu managen schon. Also wir ziehen jetzt aktuell mal davon und könnten das Ganze heute echt. Der Win ist natürlich mal eine Sache, aber es ist einmal das andere, dass wir hier überhaupt
ja, dass Leclerc uns überhaupt die Chance gibt, Weltmeister zu werden. Das ist natürlich gut. Ich bin so froh wirklich, dass wir in Brasilien ihn da irgendwie nicht rausgekickt haben oder so. Denn das wäre ja so scheiße unfair gewesen. Wir gehen jetzt in die Box rein. Runde Nummer 6 auf 7. Ich glaube, das ist auch eine ordentliche Runde. Haben einen 2 irgendwas Vorsprung. Und müssen mal gucken, wo wir dann rauskommen. Ob Leclerc, was für eine Strategie der fährt. Und. Also, jetzt gehen wir in die Box rein. Jetzt heißt's, Jungs, das letzte Mal. Zieht an. Oh, der Rechte hat ein bisschen gehakt. Trotzdem 2,5. Das war okay. Runter aus der vermutlich coolsten Boxenausfahrt im Kalender. Guckt euch das an. Unter der Strecke durch. Also das ist schon sehr geil hier in Abu Dhabi. Und dann kommen wir vor Yuki Tsunoda auf den 9. Platz raus. Jetzt heißt natürlich Keep Pushing. Der noch Sainz wird mitbekommen haben, dass wir jetzt in der Box sind. Der wird jetzt alles geben, um noch einmal die Gap hier ein bisschen aufzuholen. Wir müssen auch alles geben. Und mal schauen, ob wir vor ihm, hinter ihm mehr Zeit rausgeholt haben, weniger. Das wird jetzt eine interessante Sache werden. Aber jetzt mal die Outlap. Oder ja, es ist eigentlich die Outlap. Und dann wird es interessant. Da, letzter Sektor, die Spitze ist in der Box und ja, es ist natürlich Carlos Sainz, der in der Box ist. Charles Leclerc ist weitergefahren, er ist mit Gelb gestartet, also der wird noch seinen Sinn ein bisschen rausziehen und wir sind locker an Sainz vorbei. Wo hat er die Zeit denn verloren? Das sind doch sicher 6-7 Sekunden, oder? Also das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut in Sicht von Sainz. Das sind 5,5 Sekunden. Also das länger draußen bleiben, der Overcut-Versuch ist mal kläglich gescheitert. Das ist wirklich, das ist fix. Also 5,5 Sekunden, was für eine unfassbar kranke Zeit. Das ist schon, ja, da können wir jetzt auch nichts machen. Leclerc war jetzt auch schon leider drin, ich wollte den On-Track ein bisschen überholen. Dachte mir auch, vielleicht kann ich den ein bisschen einbremsen oder so. Aber ich wollte den Perez machen, den Mexican-Minister oder beziehungsweise den Austrian-Minister auf Defending, aber das habe ich leider nicht ganz geschafft. Das kann, glaube ich, nur ein Fahrer so richtig, das Perez. Wir sind in der 14. von 15 Runden, Leute, führen hier das Rennen an, aber wo genau Leclerc ist, habe ich natürlich jetzt ein bisschen im ganzen Renngetummel verloren. Wir sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unser Teamkollege sollte 9. sein. Und Leclerc, glaube ich, nicht in den Punkten. Das wird aber alles nach dieser Runde, beziehungsweise nach Runde 15 sich aufdecken. Wir müssen jetzt einfach fahren. Wir haben ein bisschen Zeit auf Sainz verloren. Der ist unheimlich schnell. Der probiert die Gap da einzufahren. Es sind nur 4,4 Sekunden. Aber immer noch ein schöner Vorsprung. Wir führen hier komfortabel an.
Und ich glaube auch, dass wir uns in der letzten Runde jetzt nicht mehr irgendwie im Tracklimit scheren müssen, weil ich glaube, das Rennen haben wir jetzt mal gewonnen. Um es so zu sagen. Aus der Verstappen-Lewis-Kurve raus Richtung Sektor 2. Wir sind wirklich hier auf Weltmeisterkurs, Leute. Das schafft uns tatsächlich. Ich dachte, es ist wirklich so ein Movie-Ding, dass man es bis ins letzte Rennen ziehen kann. Aber gerade mit der unfassbaren Power von Charles Leclerc und unseren Kampfwillen haben wir es tatsächlich geschafft, hier bis ins letzte Rennen, ja, die WM-Chance aufrechtzuerhalten. Und dank Charles Leclerc wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet. Wir haben ein gutes Qualifying gefahren, ein gutes Rennen gefahren und vor allem haben wir auch nie aufgegeben. Das ist echt, die Reifen sind jetzt nicht mehr die neuesten. Natürlich sind sie auch schon eine Runde älter und deswegen holt auch Leclerc sein Sehen ein bisschen auf. Aber das ist mir egal, Leute. Die vorletzte Kurve, die schaffen wir. Die letzte Kurve und dann ist es soweit. Wir werden unseren Titel feiern. We are the World Champions. Der erste Titel für Audi. Leider nicht der Konstrukteurstitel. Aber wir werden Fahrer-Weltmeister. Das im letzten Rennen hier gegen einen bärenstarken Charles Leclerc. Was für ein fucking Rennen, Leute. Wir sind tatsächlich Weltmeister geworden. In Formel 1 22. Es ist einfach atemberaubend. Tobias. Yes, man, Leute. Wir haben es geschafft. Wie strong war das bitte? Wie strong? Ich freue mich extrem. Ihr müsst unbedingt abonnieren. Morgen kommt Formel 1 23. Ich bin so hyped drauf und ich werde auch. Und ich hoffe auch, dass ihr es auch seid. Abonniert unbedingt gerne den Channel. Lasst gerne 9 Minuten da. Wir gucken uns aber natürlich auch nachher noch ein bisschen den Verlauf der Season an, was sich alles getan hat. Und auch, wo Charles Leclerc jetzt schlussendlich hingekommen ist. Es ist nicht der 6. Platz geworden, den er nur benötigte. Oder der 7. glaube ich sogar nur. Wir holen die schnellste Rennrunde, die hätten wir dann eigentlich gar nicht gebraucht. Aber ich weiß ja natürlich nicht, wo Leclerc dann hinkommt und welche Strategie der fährt. Und wir schaffen es tatsächlich. Was für eine Leistung, Leute. Gerade die letzten 2 Monate, da haben wir richtig reingehustelt mit der Kombi-Season, mit dieser Season hier, mit der ersten Season. Ich habe da wirklich runtergespult ohne Ende und ich hoffe auch, dass es so weitergehen kann. Auch der Erfolg ist immer mehr geworden. Die Videos haben immer mehr Reichweite bekommen und ich freue mich. Ich hoffe, es geht in Formel 1 23 so weiter. Wir werden mit Breaking Point starten. Wir werden mit My Team natürlich starten. Die Mega-Season wird natürlich auch fortgesetzt und wir werden noch einige Experimente, Speedtests, Last Man Standings. Ich bin hoffentlich genauso, ihr seid genauso hyped wie ich und Konstrukteursweltmeisterschaft ist das natürlich gut, aber ich glaube, es wird nur für den 4. Platz reichen. Also ich weiß nicht genau. Wir waren ja da eher immer die 4. Kraft hinter Ferrari, Red Bull und Mercedes. So, unser Teamkollege nimmt den einen Punkt immerhin mit und Charles Leclerc die 0 Punkte. Das ist echt bitter. Nein, ich glaube, der hat wirklich die Genius-Strategie. 7 Punkte sind wir jetzt vorne. Also das war auch echt nochmal knapp. Und guckt euch das mal an. Wegen 8 Punkten sind wir nur 3. in der Konstrukteurs-WM geworden. Also das ist auch bitter. Trotzdem, Carlos Sainz hätte auch nicht mit dem Sieg die Chance zum Weltmeistertitel gehabt. Aber dann wäre es interessant geworden. Wenn Sainz gewonnen hätte, wäre ich und Leclerc punktegleich gewesen. Ich denke mal aber, durch die Siegesdifferenz hätte Leclerc das Ganze gewonnen. Also er hat sicher mehr Siege wie ich gehabt. Auch ein tolles... zum Schluss hat Nico nochmal richtig aufgedreht. Also er hat doch schon 1-2 Rennen Punkte geholt. Das ist sehr... Da bin ich echt stolz auf ihn. Und ja, welche Ikonen sollen wir uns im nächsten nehmen? Vielleicht mal eine Frau... Mit Jamie Chadwick ist ja das möglich. Also ich bin sehr, sehr, sehr hyped. Und 8000 Schaden, ich habe keine Ahnung, für was die da waren. Trotzdem 17 Millionen, die Abrechnung und so weiter. Gucke ich mir aber nicht an, denn ich brauche das Geld ja nicht mehr. Wir werden zwar Sponsoren einstellen, aber auch nur so sporadisch. Denn ich will mir nur noch den Verlauf angucken. Wie alles so verlaufen ist. Hier der Fahrertitel mit 7 Punkten Vorsprung. Ach, guckt euch den Konstrukteurs. Boah, guckt euch den Verlauf an, Leute. Erster. Und ich glaube auch, die letzten 3 ersten Plätze haben uns dann schlussendlich den Titel gebracht. Denn sonst war unsere Season eher so semi. Wir haben nur die letzten 4 Rennen gewonnen und Kanada, Großbritannien und Österreich. Also sonst auch nichts. Also guckt euch das an. Leclerc viel, viel öfters gewonnen. Und ja, da bin ich auch... Ich bin sehr stolz drauf. Guckt euch die Stats an. Endplatzierungsdurchschnitt 3. Platz. Griddurchschnitt 7. Platz.
und ich bin sehr stolz, auf eine tolle Karriere zurückblicken zu können. Schaut gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Vielen, vielen Dank. Abonniert unbedingt gerne, dass ihr ab morgen, übermorgen nichts mehr verpasst. Lasst gerne einen Daumen da und falls euch meine Videos gefallen, bis morgen oder später auf TikTok und ciao. Später kommt noch eine Road to